Pyroweb.de. Feuerwerk. Das ganze Jahr.
Wir wollen uns nicht mehr verhalten, dann muss man ran. Also, Freunde, Laura, auf dem Weg mit dem Gebäude, da vorne mittels ein Eingang, ein grünes Tor. Dort reingehen, das ist offen. Das war mit den Riegeln verschlossen, Angriffsgruppe. Verbrandbekämpfung und Menschenrettung übers ins Gebäude vor. Was dort ist, weiß ich nicht. Wasserdruck, Wasserversorgung von Unterfluhidranten zum Fahrzeug. Dann anschließend als Sicherheitstrupp in Bereitstellung bleiben. Schlauchtrupp, unterstützen, Aufbau, Angriffsgruppe bis zum Gut, ja. Dein Druck.
Wo hin drauf? Druck ist 300 vorne. Ja, Überflug ist jetzt mit all den Leuten raus. Restdruck 170 beide.
Juhu! Lass krachen! Mach mal schnell noch ein Foto für Instagram. Ja. Da ist er. Warte bitte. Bleib mal hier mit dem Licht. Ich hab den Stein da gemacht. Was sagst du? Und das sind die Steine. Der 150 Grad. Das ist ja laut. 1, 2, 3, 4. Wir sind dabei. Wann kommst du? So. Wie fandest du den Einsatz? Wie realistisch hast du es gefunden und würdest du es empfehlen, den Rauch einzusetzen oder eher Spielerei? Also ich sag mal, der Einsatz lief sehr realistisch ab. Wir hatten ja so Anrufe bei der Leitstelle, dass es brennen würde, also es war sehr realistisch. Ich sag mal, zu Übungszwecken würde ich es auf alle Fälle einsetzen, weil ich sag mal, mit der Nebelmaschine kriegst du diesen dunklen Rauch absolut nicht hin. Auf jeden Fall. Und du hast die Nebelmaschine nicht vor Ort? Richtig. Du hast keine Strömung. So, wenn du draußen irgendwo auf dem Platz übst, in der Regel hast du immer noch eine Dreiszündung, selbst wenn du Feuerzeug vergisst, funktioniert. Und vor allem, ich sag mal, du musst dich aufpassen, wenn du mit Wasser drin arbeitest, dass du die Nebelmaschine drin hast. Wenn du bist du abfassend. Genau. Also wegbleiben bitte. Super Sache. Das ist noch unter 6-7 Euro. Das ist eigentlich noch akzeptabel. Machbar für die Mühlen. Das bringt mich. Ich fand das selber auch sehr realistisch. Also, da kann man schneller Gänsehaut, weil er doch ein bisschen ausgeordnet ist, sag ich mal. Das werdet ihr dann auf dem Video sehen. Oder habt ihr schon gesehen, dass es doch ein bisschen ausgeordnet ist mit unserer Zündelgeschehen. Ja, dann. Also, ich kann es nur weiterempfehlen für realistische Übungen. Super Zeug. Pyroweb, Feuerwerk das ganze Jahr.
schon es gerade mal angesprochen, wie es aussieht. Nee. Aber das wirst du dann alles auf dem Video sehen. Also Christian also, sagte, ja, auch der Angriffstrupp sagte, hier ging und nichts die Leute mehr. Haben, nichts mehr es haben mehrere Leute auf der Leitstelle angerufen. Ja. Es brennt. Es war nur gut. Das es war nur rüber. Gut, dass wir die Leitstelle informiert haben. Ja. Junge, wie das dort oben aus dem Jubelfenster rausgefallen hat. Ja, wir haben es auch gemacht. Euch drauf. Feuerwerk, das ganze Jahr.